Wir haben Profi-Challenge gewonnen! Also erstmal, als wir unsere Partnerverkündung war, das war schon ein Moment, wo ich sagte, oh mein Gott, das ist richtig Schicksal, haben wir gedacht. Wir sind einfach dankbar für alles, es ist für uns nicht selbstverständlich. Wieso wollte es eigentlich mit mir nicht tanzen? Nein, das war ja. Ja, es reicht, wenn ihr euch so ein bisschen einfach so genau, ein. Nein, machen wir richtig. Machen wir richtig. Sollten wir das richtig machen? Wer ist kreativer von euch beiden? Okay, eindeutige Antwort. Aber kannst du Elvis gut nachmachen? Sorry. I don't know what to say, really. Bambaleo, Bambaleo. Sollte es euch wie uns gegangen sein und ihr habt das ganze Wochenende diesen einen Ohrwurm gehabt, dann lag das an den beiden. An den Gewinnern der Profi-Challenge 2023. Malika und Joyce sind bei uns im Nähkästchen-Talk zu Gast. Wie geht's euch? Erstmal Dankeschön für die Einladung. Ja, wir freuen uns. Wir sind super glücklich und können das eigentlich gar nicht fassen, weil wir uns einfach so super darüber gefreut haben und auch sehr dankbar waren, dass es geklappt hat. Es ist uns eine große Freude, dass ihr da seid. Ihr habt auch die beiden Pokale mitgebracht, die ihr gestern gewonnen habt. Das muss ja ein unfassbarer Moment gewesen sein. Ihr standet da und es ist klar gewesen, ihr zwei, ihr gewinnt die Profi-Challenge. Lasst uns mal so ein bisschen in euren Kopf gucken. Wie war das für euch? Was für Emotionen habt ihr gefühlt an dem Abend? Oh, das kann man, man muss erstmal die richtigen Worte finden, weil das war ja in diesem Jahr etwas Besonderes, die Profi-Challenge, weil ja dann noch so eine zweite Runde anstand sozusagen für uns, für die ersten drei. Und das heißt, man hatte zwei Momente, wo man eigentlich nicht wusste, was passiert. Und der erste Moment ist, bist du unter den Top 3? Und dann noch ein Moment, wo du dann tatsächlich unter den Top 3 stehst und dann noch die Plätze vergeben werden sozusagen. Und das war schon, da hat man die Anspannung zweimal sozusagen gespürt. Und ja, wir sind auch bei Wettkämpfen, wenn wir ein Turnier getanzt haben, immer aufgeregt. Immer aufgeregt, egal. Ja, bei mir ist ein bisschen so positive Aufregung. Mhm. Ja, ich bin aufgeregt, aber nicht so, dass ich, aber trotzdem, ich habe eine positive Aufregung, dass im Moment mein Fuß auf das Parkett betritt, dann habe ich keine Aufregung. Dann geht's los. Genau. Ihr habt ja auch den Support vom Publikum an diesem Wochenende erlebt. Das ganze Studio ist ausgerastet, es gab Standing Ovations. Und das, obwohl ich meine, im Vergleich zu den anderen Tänzen, es gab Feuer, es gab Outfitwechsel und bei euch war es einfach pures Tanzen. Mhm. Ja. Wie seid ihr auf die Idee für diesen Tanz gekommen? Also erstmal, als wir unsere Partnerverkündung war, das war schon ein Moment, wo ich sagte, oh mein Gott, das ist richtig geil. Aber war das jetzt Freude oder war das so, oh, ich weiß nicht, wie das funktioniert? Nein, das wird Freude. auf Celestins Parkett, wirklich, wir haben noch nie zusammen getanzt. Openings natürlich und kleine Stücke, aber so ein ganze Kür oder so eine. So eine Profi-Challenge ist schon was Besonderes, wenn man das als Paar dann noch tanzen darf. Aber es wurde ja wirklich durch das Losverfahren, es wurde ja gezogen und Daniel hat noch wirklich einen Scherz davor gemacht und hat gesagt, ja, Jolt und Mali, also wenn ich jetzt Jolt ziehe, wir haben aber wirklich noch nie zusammen getanzt, deswegen haben wir gedacht, das wäre eigentlich cool, aber wir haben überhaupt nicht damit so gerechnet. Viele Kugeln waren in diese Schale noch und das kommt nicht sowieso. Genau. Und dann ich habe mich riesig gefreut. Das ist super spannend, weil du warst ja eine Woche vorher noch im Finale. Ja. Du warst im vollen Julia-Modus und du musstest praktisch nur ein paar Tage später in den Malika-Modus kommen. Da fragt man sich, wie hast du das hingekriegt? Wie habt ihr das gemacht? Also die Malika weiß, wie ich bei Julia-Modus war, bei den letzten zwei Wochen Impro-Dance-Woche und danach die Woche, ich war im Tunnel. Ich glaube, alle Finalisten waren im Tunnel. Ich schicke Malika Video. Was machst du da, Schuld? Bitte, Ende, diese Figur. Weil ich war, ist gut. Nein, Schuld, sofort, das, bei dir. Ja. Habe ich geendet und sie hat mir viel geholfen. Und danach haben wir diese Switch gehabt, von Julia zu Malika. Und dann, sie hat in einem Moment gemerkt, dass ich zu viele Aufgaben schon gegeben habe. Genau, ich habe gemerkt, Schaut. Weil er war noch in diesem Modus, dass man natürlich so ein bisschen mehr leitet, das Training. Und das ist ja auch in Ordnung, weil das ist wirklich
am Freitag war das Finale und dann am Samstag war der Freitag und am Sonntag haben wir dann angefangen mit der Profi-Challenge. Also wir haben wirklich am Sonntag im Saal dann angefangen, die Schritte zu machen. Die ja. Idee, die war natürlich war schon ein bisschen vorher da und ich ja. muss sagen, dass wir dieses Thema wirklich schon eigentlich sehr, sehr lange machen wollten. Ja. Und auch die Musik, also es war schon eine Sache, die... Wir wollten früher schon Wir wollten das früher schon machen, aber wir hatten nie die Möglichkeit und es hat einfach gepasst und wir haben gesagt, wir machen das. War der Moment. Ja, oh. Es war Schicksal. Genau wie das Motto von eurem Tanz. Ja. Die Zuschauer haben euch ja so richtig ins Herz geschlossen, was man ja unter anderem und daran... Und wir zwei auch. Wir auch. Absolut. Und ich meine, das hat man ja auch daran gemerkt, dass nur die Zuschaueranrufe gezählt haben, um euch zu den Gewinnern zu machen. Vielleicht liegt das unter anderem an so sympathischen, bodenständigen Aussagen wie, ach, jetzt haben wir die Profi-Challenge gewonnen, jetzt kuscheln wir mit der Katze und spazieren ein bisschen zum Feiern sozusagen. Dabei könnt ihr euch ja eigentlich total was drauf einbilden. Ich meine, du bist seit 3 Staffeln dabei, du jetzt seit 2 Staffeln, zweimal im Finale, zweimal zweiter Platz. Du hast die das Weihnachtsspecial gewonnen, jetzt die Profi-Challenge. Ich kann gar nicht mitzählen, was ihr schon alles gewonnen habt. Und dann, was ihr als Tanzpaar auch noch alles für Titel abgeräumt habt. Wie seid ihr so bescheiden? Wir müssen mithalten, weil die anderen sind auch so super gut. Ja, alle Weltmeister, Europameister, Profimeister, alle sind. Und die pushen uns. Und ich glaube, wir pushen die anderen gegenseitig. Auch. Gegenseitig. Man hat, glaube ich, gemerkt, dass man muss dazu sagen, dass alle Shows einzigartig waren. Und alle waren so stark. Und wir haben trotzdem... Natürlich ist man irgendwo Konkurrenten, aber es hat sich gar nicht so angefühlt, sondern wir haben uns alle unterstützt. Bei den Proben hat man schon gemerkt, dass jeder wirklich sein Herz reingelegt hat in den Tanz, den man getanzt hat. Und das machen wir auch. Wir lieben einfach das, was wir machen. Und es war, glaube ich, nicht selbstverständlich, weil das hätte jeder gewinnen, es hätte jeder verdient, muss man dazu sagen, weil da jeder einfach... Naja, wir schon ein bisschen. Nein, ich bin einfach, vielleicht ist das, was uns sagen, wir sind einfach dankbar für alles, es ist für uns nicht selbstverständlich, sagen wir jetzt mal so, ne? Weil es ist... schon eine Besonderheit zu gewinnen, zusammen zu tanzen. Man muss auch dazu sagen, natürlich, wir hatten den kleinen Vorteil, dass wir uns kennen. Schon, ne? Ja, das ist das schon mal gesehen. Das muss man schon sagen. Seit 8 Jahren. Ja, und wie man bei Evgeny, also er hat das, glaube ich, in seiner Matz auch erwähnt, dass wir uns natürlich von Turnieren kennen, auch überall. Mhm. Aber mit einem anderen Partner dann auf einmal zu tanzen, ist schon was anderes. Und eigentlich kennt man dann erst den Partner so, also den zugewiesenen neuen Partner erst kennen. Und das ist toll, wenn da einfach Freundschaften wenn das entsteht. Das jetzt, ist halt einfach jetzt haben wir weniger. Gestern aber auch gelernt, dass ihr ja auch so ein bisschen in die Beziehung reingezwungen wurde. Du wolltest gar nicht eigentlich ursprünglich mit Joy tanzen. Ja. Ja. Wie war das denn? Also jetzt wieso 8 Jahre später. Wieso nicht eigentlich? Jetzt, sag jetzt mal. Können wir mal tachen. Jetzt sag mal, wieso wolltest du eigentlich mit mir nicht tanzen? Nein, es ist ja auch lustig gemeint. Ne? Ich meine, es ist natürlich auch lustig, sondern es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, du musst mit ihm tanzen, es gibt keine andere Auswahl. Nein, aber mein Trainer, ich erinnere mich noch, hat gesagt, Jolt ist halt so tanzverrückt. Also in dem Sinne meint er deswegen, entweder Jolt oder gar keiner. Und er meinte das wirklich in diesem positiven Sinn, dass er gesagt hat, also ich wurde nicht dazu gezwungen, sondern tatsächlich, es ist wahrscheinlich wollte das Schicksal das so, dass ich mit dem Jolt tanze. Aber du wolltest das. Ich wollte das. Das ist wieder beim Schicksal. Da wusste ich das noch nicht, aber du wolltest das. Ja. Ne? Nein, das ist echt... es ist nicht selbstverständlich im Leben und deswegen sollte man für alles dankbar sein, was man bekommt und macht. Da ist sie wieder, die Bescheidenheit. Bescheidenheit, wirklich. Ja, wir freuen uns für jede. So lecker, diese Wasser. Köner Leitungswasser. Pass auf, wir haben noch was für euch. Ja. Ihr habt uns ja eure Tanzschuhe Das war das erste Mal, dass wir Hausaufgaben vor dem Nähkästchen-Talk aufgeben, nämlich Sachen mitzubringen. Und wir dachten, wir mussten tanzen. Wirklich, dass du aufmachst? Ja, du musst aber aufpassen. Das sind neue. Die sind neue. Die sind neue. Okay. Tanzschuhe?
Nein. Geht? Natürlich, Leder. Leder? Nein, wirklich. Also wenn du... Einer für dich. Und einer für dich. Danke. Die sind neu. Die sind relativ neu. Zwei Jahre. Hast du mich damit gestern getan? Wie hoch ist denn der Verschleiß eigentlich an Tanzschuhen? So in, auch in der Let's Dance Staffel? Da ist schon, weil ich täglich benutzen wir. Das ist schon einmal eine Saison und dann... Aha. Und dann, ja. Dann sind die durch. Ja. Und das sind jetzt neuere. Ja, die waren neu. Die haben sie neu bekommen. Da ist noch das von gestern. Oh, Konfetti. Original, genau. Konfetti. waren meine Schuhe, die ich den im zweiten Tanz getragen habe. Das ist so genau. Ich habe das so gefeiert, Julia. Aber ihr wisst, wer, das war Malikas Idee. So, jetzt kommt's raus. Aha. Ich kann Entscheidungen treffen. Also, ich habe auch Ideen, aber sie hat mehr. Guck mal, da sind wir schon mittendrin im Spiel. Nämlich wer wie was gut kann. Okay, das ist unser Spiel. Malika kann sich nicht entscheiden. Eure Übereinstimmungen testen. Oh, bin gespannt. Schuhheben heißt das Spiel. Schuhheben, ja, kennt man. Und mit Rücken drehen noch, das allseits bekannte Spiel. Genau, dreht euch mal gerne so ein bisschen. Damit wir nicht schauen. Du musst aufstehen. Ein bisschen. Ja, es reicht, wenn ihr euch so ein bisschen einfach so Machen wir richtig. Das richtig machen. Wenn wir stellen den Schuh auf den Kopf. So, aber ich kann nicht so genau bloß nicht schummeln jetzt. Jolti ist schon wieder im Wettkampfmodus, ne? Ja, den nächsten Sieg. Aber nicht so schnell, ne, weil du weißt, entscheiden kann ich mich nicht. Okay. Also ihr müsst ja jeweils das ist gut für mich jetzt. Den Schuh hochhalten, für den es am ehesten zutrifft, ne? Okay, let's go. Wenn ich den Wort nicht verstehe, dann... Frag nochmal nach. Okay, erzähl mir nochmal bitte dann. Okay, die erste Frage. Wer von euch hat beim Training das Sagen? Okay, eindeutige Antwort. Ja. Ich habe kurz überlegt. Auch sehr selbstsicher. Schaut das sehr schnell, ne? Wer hat den besseren Musikgeschmack von euch beiden? Da haben wir die erste Uneinigkeit. Uneinigkeit? Wie wird man sich da einig? Das frage ich mich auch. Mit der Musik zum Tanzen. Wir sind normalerweise schwarz und weiß, ne? Dass ihr Bescheid Genau, also eigentlich sind wir total Gegenteil, ne? Also ja. Perfekt für dieses Spiel eigentlich, ne? Ja, perfekt, ne? Deswegen haben wir... Nein, Jolt hat, glaube ich, Jolt liebt ja Elvis Presley zum Beispiel. Ja. Und ich auch. Orchester und sie liebt mehr so... So was gerade aktuell. Ah, okay. So mehr rhythmisch. Aber kannst du Elvis gut nachmachen? Sorry. I don't know what to say, really. Ich sehe dich aber auch mit so einer Sonnenbrille und so einem weißen Anzug. Ja, okay. Anzug, den Arthur bei der Profi-Challenge. Nächste Hausaufgabe. Genau. Da hätte ich dich auch gesehen im Elvis-Outfit. Nächste Hausaufgabe, du kommst im Elvis-Kostüm zu uns. Genau. Yes. War das jetzt bei dem Einspieler? Stimmt, richtig. In dem Elvis-Kostüm. Ja, das musst du bitte mitbringen. Ja. Okay. Mach ich. Okay, nächste Frage. Wer von euch lernt die Choreografien schneller? Schneller. Oh, okay. Sehr eindeutig. Das war, ja, eindeutig. Ich brauche mal ein bisschen länger. Aber dann kann ich sie auch ablenken. Ja, kann sie länger. In 10 Jahren. Genau, ich vergesse schon. Jetzt kommt die Gretchenfrage in jeder Beziehung. Wer braucht morgens länger im Bad? Okay, gut, auch ganz klar, ganz eindeutig. Ganz klassisch. Und zwar vor allen Dingen ganz lange. Wer ist kreativer von euch beiden? Fiese Frage. Mhm. Auf das Tanzen bezogen? Oder? Ich würde sagen allgemein, ja. Okay, eindeutige Antwort. Sehr selbstlos auf jeden Fall, Gold. Sehr gut. Wer ist unordentlicher? Ich. Sag mal, Malika ist mehr spontan. Nein. Spontan, spontan die Sachen liegen, meinst du? Die Frage haben wir also auch beantwortet, wer spontan. Achso, das war auch eine Frage? War das eine Frage? Nee, aber dann haben wir direkt mitbeantwortet. Aber das ist jetzt noch eine Frage, die mich sehr interessiert. Okay. Wer von euch beiden kann besser singen? Können mal... das ist doch Ich wollte noch mal einen kurzen Test machen, aber Joel, du kannst gerne noch mal... Aber das musst du schon beweisen, er muss es beweisen. Ne? So beweisen, kommt er uns hier was nicht davon. Du da drauf hast. Oh... My love, my darling, I've hungered for your kiss. Okay,
Du weißt, dass man sich für DSDS aktuell bewerben kann, ne? Echt? Also das wäre nochmal so ein zweiter Karriereweg, sehe ich dich. Boah, auch ganz schön stressig. Nächstes Jahr beide Staffeln. Mein Gott. Wer hat von euch den größeren Dickschädel? Den hätte ich jetzt auch getippt, tatsächlich. Ja. Okay, gut. Machen wir noch eine. Jörg ist ja auch Steinbock. Von Stimmt. Ja, natürlich. Ja, Steinbock, ja. Die Sterne wollten schwer, das. Schwer mit Steinbock. Ja, mit Fisch schwer. Auch schwer. Kann sich nicht entscheiden. Ja. Aber ja, vielleicht ist es ja einfacher bei der Entscheidung für die Urlaubsplanung. Ihr habt ja jetzt erstmal wieder frei. Wer kümmert sich bei euch beiden um die Planung des Urlaubs? Okay, auch sehr eindeutig. Ganz eindeutig. Die Aufgaben sind klar verteilt. Sehr gut. Okay, ich sehe, dass ihr euch sehr klar wart bei den Antworten. Ich glaube, es gab nur einen Unterschied. Also man merkt, ihr seid ein Herz und eine Seele. Vielen lieben Dank. Ihr könnt euch gerne nochmal richtig rum hinhocken. Und den Elvis werde ich so schnell nicht vergessen. Ich auch nicht. Gänsehaut. Ja. Moment. Magic Moment in diesem Nähkästchen-Talk. So, ihr könnt die Schuhe gerne auf die Seite legen. Wir haben nämlich... ich behalte es so. Ihr könnt sie auch in der Hand behalten. Kann sie auch am Ohr wieder. Ja. Genau, ihr könnt auch damit weiter telefonieren. Welche Größe hast du? 36? Einhalb. 36,5? Ja, in Tanzschuhen, ja. Nach all diesen Dann Jahren. Dann werden noch die Schuhgrößen herausgefunden, finde ich gut. Gibt es noch was zu entdecken? Ja, weil die Tanzschuhe sind ja tatsächlich ein bisschen kleiner als der normale Schuh. Das muss wehtun, ne? Vorne. Das muss halt ein bisschen kleiner sein. Also es muss eine halbe Nummer kleiner sein. Ich hatte, das ist von Leder. Ich hatte Stoffschuhe. Und in Frankreich. Ich habe mit einem anderen Tanzpartner getanzt. Ach so. Und in Frankreich waren wir bei einem Turnier, das war nicht Europameisterschaft, sondern ein Turnier. Und ich habe im Hotel morgens geübt. Und ich habe extra Stoffschuhe gekauft. Und ich dachte, dass eine Nummer kleiner habe ich gekauft, weil ich dachte, das lässt ein bisschen mir die Zeit. Und dann habe ich meinen Fuß verletzt in einem Stuhl im Hotelzimmer, als ich geübt habe, morgens die Choreo. So blau war, ich glaube, das war gebrochen oder geprellt oder etwas, aber so, so dick. Und dann habe ich die Schuhe angezogen, ich habe Sterne gesehen, Sterne. Weil die so eng waren. Ein Stern. Und was Deinen hast du? Namen. Und was hast du dann gemacht? Einfach getanzt. Einfach getanzt. Der Mann hat getanzt. Über den Schmerz drüber. Profis. Wir haben zur Feier des Tages auch noch ein paar Fragen von euch hier mitgenommen an die zwei. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der Frage von Jana. Die geht vor allem in deine Richtung, Jolt. Du warst ja der Mann, der so ein bisschen Befehle mit Geräuschen vermittelt hat. Da, da, ich glaube, wir haben das alle in Erinnerung. Mhm. Und Jana möchte wissen, welches Geräusch beschreibt denn am besten den Moment des Sieges? Oh. Das ist schwer. Das ist eine laute Stillness. Laute Stillness, weiß ich nicht. Das war auch schön, ja. Das war, ich könnte nicht realisieren, als das weitergegangen ist. Ich könnte nicht realisieren. Immer noch, danach die Tage. Hä? Wir haben Profi-Challenge gewonnen. Wir haben Profi-Challenge gewonnen! Das war crazy. Das war so ein inneres Gefühl, dass... Ah. Also das Geräusch war Stille. Stille. Einfach also, Stille. Also, laute Stille. Laute Stille. Also, das ist so Gegensatz, aber das ist schön. Das beschreibt, glaube ich, am besten, weil man das einfach von hier drinnen, glaube ich, ne? Also es war einfach alles laut, alles. Aber hier drin war außen. Ja. Hast du das erstmal realisieren müssen? Das ist schön. Haben uns sehr gefreut. Sophia hat uns auch eine Frage an euch geschickt. Und wir schauen jetzt einfach mal schon mal aufs nächste Jahr, auf die nächste Staffel. Welchen Promi würdet ihr euch da als Tanzpartner oder Partnerin wünschen? Wir nehmen Bestellungen entgegen. Genau, wirklich. Genau. Wir reichen das weiter. Ich würde jede, aber gestern hast du, vorgestern, oder wann hast du mir gesagt? Gestern. Nicht gestern, vorgestern. Vorgestern. Vor ein paar Tagen habe ich dir das gesagt. Wie heißt die Dame? Carina, die von TikTok. Carina kennt ihr, die immer sagt, wir gucken, ob das funktioniert, also maskiert oder ne? Du weißt, welche ich meine, ne? Ich weiß. Wir haben schon ein Foto gemacht. Ja, wir haben sie im Hotel getroffen, aber es ist schon ein paar Wochen her. Und ich könnte mir das mit Joel sehr, sehr lustig vorstellen. Okay, Carina, für dich und für dich? Fragst du mich? Ja, ich weiß. Es gibt sehr viele Promis in Deutschland. So viele Promis. So viele.
Ich weiß. Ich gucke jetzt gerade auf Selka. Also die sind alle schon durch. Jemand, die dürfen nicht. Nein, ich weiß. Also für dich, Marika, ich würde gerne so ein so Ninja Warrior vielleicht. Oh. So ein Moritz Hans-Typ. Ja, wieso nicht? Ein bisschen. Das ist auf jeden Fall auch immer erfolgsversprechend. Ne? Finde ich auch gut. Die Kim hat noch eine Frage eingereicht. Und zwar möchte sie von euch wissen, wenn ihr gestern selbst für ein anderes Paar hättet anrufen können, für ein Profipaar, für wen hättet ihr angerufen? Müssen wir wählen? Ihr macht es so schwer. Dass ich würde für jeden anrufen. Also es ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, wir als Tänzer, als Freunde, weil wir sind eine Familie und da kann man schlecht sagen, okay, wir nehmen dieses Paar. Ich finde, alle Shows waren einfach so, wie sie gemacht waren, perfekt. Es war Show, es war ein Feuerwerk und du kannst, also ich könnte mich nicht entscheiden, deswegen, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Rolle war, die Anrufe, also ich. Wenn ich entscheiden würde, ich würde entscheiden zwischen Isabel und Christina und Vadim und Andrzej. Mhm. Das ist auch schwer, weiter zwei, das ist, weil natürlich wir sind mit fühlen und halt, Du folgst meine Anweisungen im Tanz, aber das ist heftig. Ich habe mit Vadim getanzt, als in Contemporary auch. Mhm. Und das ist crazy. Oder zwei Frauen, das ist wunderschön und schwer auch. Mhm. Ich werde die Anrufe verteilen. Sehr gut, sehr diplomatisch. Ja. Aber auch Respekt nochmal für die beiden Choreos, das war wirklich auch unglaublich. Unglaublich, wirklich. Das ist gleichgeschlechtlich. Also aber wenn man gleichgeschlechtlich tanzt, ist das ja schon was anderes als das, was man gewohnt ist, als wir Tänzer sind. Wir haben meistens jemanden, der führt sozusagen und da ist, aber ich fand, sie haben das beide super gelöst und das war sehr unterhaltsam, also sehr, 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 sehr gut. Aber das Gute ist, dass wir schauen in eine Durchlaufprobe, in eine Kameraprobe an, in eine Generalprobe an und jedes Mal diese Ohrwurm kommt. Oh, kommt jetzt das Lied von denen oder diese Bewegung oder die, zum Beispiel. Ja, oder, Gern geschehen. Ja, und das bleibt irgendwie, das bleibt. Und trotzdem ist es in der Show, muss man dazu immer sagen. Immer besser, immer ist anders. Ist es in der Show nochmal. Mhm. Nochmal drauf. Nochmal spezieller, nochmal besser, nochmal, weil ich glaube, das Publikum, was da ist, das nimmt einfach einen so sehr mit. Also da ist Adrenalin, also egal, ob du Kopfschmerzen hast, verletzt bist, irgendwie, keine Ahnung, egal, was du hast, genau. Ja. Du wirst da einfach durchgetragen. Das ist ein Geben und Nehmen. Wir geben die Zuschauer, die dort sind und zu Hause, etwas, Gefühle, schöne Bewegungen, schöne Unterhaltung und die geben uns auch die Nachrichten, die Anrufe, Energie. Die Energie dort im Studio, das ganze Team im Studio, jeder Mensch da macht etwas, eine kleine Sache und dass am Ende sowas rauskommt. Das ist eine Interaktion eigentlich. Und ihr gebt uns auch davon was ab, so gefühlt. Also ich habe auch das Gefühl gerade, dass ich hier energiegeladener bin. So mitgefiebert einfach, wirklich. Aber die Zuschauer geben auch Fragen ab. Und wir haben noch eine letzte Frage von Nico. Nach einem Vierteljahr Let's Dance, so viel Arbeit, macht ihr eigentlich auch mal Urlaub? Ja, Urlaub ist das. Also müssen wir. Wir müssen. Wir müssen Urlaub machen. Jetzt momentan werden wir ein bisschen noch weitermachen und im Juli, Mitte Juli werden wir ein bisschen frei haben, im August ein bisschen frei haben, dann im Dezember. So Juli, August, Dezember. So ist ein bisschen verteilt. Ein paar Tage, weil der Joe zum Beispiel macht, also Urlaub, das bedeutet für uns, zum Beispiel im Januar oder Weihnachten, da sind wir immer bei unseren Familien. Unsere Familie. Genau, und das ist halt für uns auch ein bisschen Urlaub. Und ihr seid im Herbst ja auch verplant, weil es die Tour gibt, die Let's Dance Tour. Oh da gibt es übrigens noch Tickets für. Wenn ihr mit dabei sein wollt, könnt ihr euch noch Tickets kaufen und unter anderem die beiden wunderbaren Menschen erleben auf der Bühne. Julia ist auch dabei. Ja. Das wird, glaube ich, großartig, oder? Freut ihr euch drauf? Ja. Das ist so eine Party, jeden Abend so eine Party sein. Also ich meine bei der Tour auf der Fläche. Danach auch, aber... Aber du meinst auf dem Parkett. Das wird...
Das ist einfach ein einzigartiges Erlebnis, weil also ich glaube, die Zuschauer einfach, die geben so viel. Und wir Tänzer, wir haben so viel Spaß jeden Abend. Also man denkt bei einer Tour, na ja, jeden Abend haben sie, tanzen sie dasselbe. Also dasselbe sozusagen wie als Tänzer aus unserer Sicht. Aber das ist nicht so, weil jedes Mal ist es anders. Jedes Mal ist das Publikum anders. Zeit jedes ist Mal anders. Hast du eine neue Arena. Also es macht super viel Spaß und ich liebe die Tour. Also ich kann mich erinnern, wenn gibt es diesen Vorhang hinter die Bühne. Und da sitzen 10.000 Leute. Und wenn wir, alles dunkel, und Daniel moderiert, und da war 10, 9, zurückzahlen, 8, 7, 6, 5, 4. Und du gehst raus. Du kriegst schon... Oh Gott, ich würde... Und da sitzen und zum Beispiel letztes Mal als mit Elvis angefangen haben. If you're looking for trouble. Und wir waren da oben an diesem Stern. Das ist jeden Abend Gänsehaut. Wir freuen uns schon so sehr darauf, euch auf der Let's Dance Tour zu sehen. Und ich würde sagen, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage danke für diese unvergessliche Staffel. Und für diesen unvergesslichen Tanz jetzt bei der Profi-Challenge. Danke, dass Sie hier bei uns im nächsten Talk zu Gast seid. Dankeschön für die Einladung. Und danke auch an euch. Danke, dass ihr auch in den Streams dabei gewesen seid, dass ihr so viele Kommentare geschrieben habt, dass ihr uns unterstützt habt. Vielen lieben Dank. Das war der letzte Nähkästchen-Talk für diese Staffel. Ich bin schon ganz wehmütig. Kann euch aber ans Herz legen, wenn ihr nicht genug von Let's Dance bekommen könnt, so wie wir alle hier, dann auf jeden Fall auf RTL Plus vorbei surfen. Da gibt's alle Folgen, alle Staffeln, auch jetzt aus der aktuellen Staffel. Also das könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe angucken. Ja, um die Zeit zu überbrücken, bis wieder weiter getanzt wird. Ja, vielen lieben Dank nochmal an euch beide. Danke nochmal, Janique, das war ein Fest mit dir. Danke dir. Ja. Ihr habt das toll gemacht. Und wir sagen ciao, tschüss. Tschüss. Einmal den Pokal für euch hochgereckt. Darf man den anfassen eigentlich? Ja, gerne. Natürlich. Tschüss. Ja, den Pokal. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Das war der Nähkästchen-Talk mit den Gewinnern der Profi-Challenge. Und ja, es gibt noch mehr. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt da und da. Hier und hier. Also hier und hier. So fühlt sich das also an, ey. Als hätten wir auch was gewonnen. Ja.